Booty fotografiert, der Anwalt reagiert. Was ist passiert? In diesem Video sehen wir einen Typen, der am Ausgang eines Supermarktes steht. Dort wartet er auf eine Frau, der er dann ziemlich offensichtlich auf den Hintern filmt oder fotografiert. Dürfte er das in Deutschland? Und das wird überraschen? Wahrscheinlich nicht, denn grundsätzlich kann man auch mal andere Leute fotografieren. Wenn man zum Beispiel im Urlaub ist und die stehen dann daneben. Hau ab, Alter. Dann ist das kein Problem. Wenn aber jemand wie hier gezielt auf eine Person wartet, sie dann verfolgt und ihren Popo fotografiert, verstößt das meines Erachtens gegen ihr Persönlichkeitsrecht. Von daher, mach nicht so und lad die Mädels lieber auf einen Kaffee ein.